Moin und willkommen zurück zu Workers and Resources. Und zum Start unserer kleinen Republik. So, ich will noch mal ein paar Sachen überprüfen. Also hier können Sie ruhig erstmal bauen. Das ist auch gerade laufen. Es gibt keinen Grund für eine Pause jetzt. Aber ich möchte hier noch etwas überprüfen. Und zum Teil vielleicht auch kurz ändern, weil ich weiß nicht, ob das Sinn macht, wirklich so extrem viele dieser Wärmepumpenheizungen zu bauen. Kann ich sehen. Warte mal, habe ich mir woanders. Ist nicht irgendwelche von denen hier? Oh ne, sind die da. Aber ist egal, die habe ich auch. Diese, naja. So. Steht da irgendwas wegen Heizung? Heißwassertank. 7 Kubik. Ich weiß nicht, ob das damit gemeint ist. So, im Übrigen habe ich gemerkt, dass die Musik jetzt zumindest nach der Aufnahme gar nicht so laut war. So, dass ich sie ruhig wieder ein bisschen hochschrauben kann. So. Zurück zur Heizung. Was haben wir denn hier? Ich habe ihn gebaut. Die da, ne? Unsicher. Normalerweise würde man ja die Dinger da hinsetzen. Und 300 Kubikmeter Wasser. Wir testen das einfach mal, wie es in den Gebäuden wird. Ansonsten reiße ich es halt wieder ab. Dafür brauche ich zwar wieder ein Abrissbüro, das habe ich glaube ich auch noch nicht, aber ist ja wurscht. So, ansonsten habe ich natürlich nichts durchgemessen in dieser kleinen Ortschaft hier. Das heißt, ich weiß nicht, ob die Stromspannungen reichen, ich weiß nicht, ob der Wasserdruck reicht. Aber eigentlich möchte ich jetzt die Runde auch nicht damit verbringen, das alles einmal durchzurechnen. Wir werden es einfach austesten. Und gegebenenfalls müssen wir sonst, nach dem Bau wieder etwas umplanen. Gucken wir mal. Für den Fall der Fälle. Mal jetzt kurz gucken, gibt es auch ein gratis Abrissbüro? Ja. Dann bauen wir sicherheitshalber schon mal eins. Das ist natürlich ein Ding, das ranpasst. Sehr ärgerlich. Setzen wir es damit ran. Leute. Erstmal einen Bus kaufen. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich überwiegend diese hier brauche. Okay.
gucken, ob ich eventuell versehentlich zwei gekauft habe. Aber ich denke nicht, der wäre gleich da reingefahren. Genau. Belassen wir es erstmal dabei. Hier werden die ersten Asphaltstraßen gebaut. Das ist gut. So, das hier. Genau, ein Verteilungsbüro. Keine Ahnung, ob da eins reicht. So, sie sollen auf jeden Fall weiter bauen. Dann kümmere ich mich hier um die Gleise. Wir müssen auf jeden Fall die Gleise anschließen, einmal an das Zollhaus. Jetzt will ich gerade mal gucken, das war 1, 1 und das ist wieder. Snap. Und zumindest schön gerade bauen. Ich glaube, wir gehen sogar einfach. Gehen wir gerade durch? Ja, wir machen die Hauptlinie einmal gerade durch. Jetzt ist das schon hoch, ne? So, und dann werden wir hier entlang gehen. Gleich machen wir mit der hier. Weil wir eigentlich keine zwei kompletten Schienen von hier brauchen, ne? Das macht gar keinen Sinn. Nicht unbedingt. Gehen einfach direkt hier rüber. So, und dann gehen wir hier rein. Bahnübergang nicht erlaubt. Dann machen wir das gleich nochmal in die. Bestimmt. Genau so werden wir es bauen. Das überhaupt keinen Sinn. Dann machen wir es andersrum. Und dann ist da das Map Point. Okay. Sehr schön. Das müssen wir tatsächlich auch ansnappen. Mit der dritten Schiene weiß ich noch nicht, was ich mache. Obwohl ich hier eigentlich schon gerne noch so ein paar Wartegleise hätte. Bevor man da reingeht. Das Gleis hier am Ende zum Exportieren. Mal gucken. Dann werden wir hier nochmal eine Hosenträgerweiche machen. Das Gleiche machen wir hier. Noch brauchen, das könnten wir eigentlich könnten wir es direkt hier unten anschließen. Dann wir hier nochmal ein bisschen wegnehmen. Brauchen wir nämlich noch die Stromeinspeisung.
Doppelgleis. High Voltage. Okay. Können wir von dem aus weitergehen? Versuchen das mal da hinzusetzen. Ne, das macht ja keinen Sinn. Ich hab's gleich. Den nochmal. Setzen wir den da hin. Den da rein. Den da rein. So, gleichzeitig werden wir einmal die Asphaltstraße hin. Wir sind nur auf der Seite. Schienen nicht. Oh Gott. Oh Gott. Den falschen Wind. So. Machen wir es halt so rum. So, dann gehen wir Asphaltstraße hier ran. Brauchen wir denn eigentlich keine Asphaltstraße? Da können wir auch einen normalen Weg nehmen. Das können wir gegebenenfalls eh irgendwann mal ändern. Aber erstmal lassen wir das so. Ja. Gut, haben wir das. Sind sie auf jeden Fall überall fleißig. So, dann könnten wir eigentlich schon mal planen. Wir möchten hier Öl fördern. Öl als nächstes weiter, ja. Die Frage ist natürlich auch, ob wir trotzdem doch nochmal hier auf der Map auch mit uns mit Nahrungsmitteln beschäftigen, sprich mit Feldern. Ja, noch ein bisschen Map auf, das würde. Hier wäre eine große Grünfläche. Hier könnte man tatsächlich überlegen, ob man das macht, ne? Aber es ist halt sehr, sehr weit weg.
noch weiter weg. Nochmal eine größere Fläche. Nein, die hier will ich halt nicht nehmen, weil das ist alles irgendwie... Das ist, steckt voll mit Öl. Wie man sieht. Am Rand natürlich nicht, aber... Wo beginnt denn das mit dem Öl? Hier. Und gegebenenfalls hier eine zweite Stadt bauen. Oder halt hier drin. Und das damit versorgen. Die Ölproduktion braucht ja jetzt nicht so viele Arbeitskräfte. Die Ölbohrtürme und so weiter laufen von alleine. Aber da würde ich gegebenenfalls... Ich habe wahrscheinlich keine Bagger und so zur Verfügung, ne? Alles einmal terraformen. Dann können wir da eine zweite Stadt reinsetzen. Ein bisschen im Tal sozusagen. Schneller laufen und bauen die zumindest auch schneller. Ich kann mal angucken, was sie schon geschafft haben dann. In der Zeit, wo ich hier terraforme. Auf jeden Fall weiter ans Gebirge ran. Simpel, machen wir das erstmal. Also schönes Regenwetter hier. Hier schon gerne noch ein bisschen breiter gehabt, ne? Die Stadt soll auf jeden Fall die Raffinerie auch versorgen. Die müssen wir natürlich noch erforschen.
muss natürlich dann auch wieder ganz normal Polizei, Feuerwehr, Lebensmittelmärkte und so weiter, das ist ja kein Thema. Aber auch die neuen Bauämter sollen die quasi auch mit Personal ausstatten. Hier wird es jetzt unschön. Dauert alles ein wenig. Frage, ob wir eventuell hier auch schon mal anfangen müssen, die Richtung zu terraformen. Also eigentlich nicht. Auch schon schön zu sehen, wie das Grün ja eben auch nachwächst, wenn man hier das Terraform wird. Es sei denn, man trifft halt direkt schon auf Gestein, ne? So wie es jetzt hier in den Bergkanten sein wird. Da wird der höchstwahrscheinlich Gestein dann zurückbleiben. Das haben wir bei der anderen kleinen Ortschaft schon gesehen in der letzten Folge. Aber das ist dann so. Scrollen und nicht den Bereich kleiner mal. Ah, guck mal. Schon einen deutlich größeren Bereich, was wir hier gebaut haben. Hängt ja aber auch damit zusammen, dass wir eben die Ressourcen hier einlagern möchten. Das brauchen wir alles nicht. Wir gucken erstmal, was haben die denn schon geschafft? Nichts. Okay. Das ist halt eine sehr, sehr lange Straße, ne? Aber wenn sie dann bis zum Ende erstmal durchgekommen sind oder auch hier, dann sind sie natürlich ratzfatz in der Stadt. Da ein Verbindungsstück, dann müssten wir doch eigentlich hier das Stück auch schon mal asphaltieren können. Genau, erstmal die eine Seite. Das war wieder falsch, ne? Dann können wir ja schon mal planen, wie wir hier am besten rüberkommen. Das wäre ja aber eigentlich auch hier. Und hier einmal durchbuddeln, mehr oder weniger. Sehr harte Kante gerade dran, die muss ich eigentlich auch weitermachen. Der Phase kann ich kriegen. Rüber. Kontraproduktiv gewesen sein, muss ich ja mal ein bisschen angleichen. Die extremen Unterschiede rausnehmen. So, und dann versuchen wir mal, ob wir sowohl mit Straße als auch mit Schiene rüberkommen.
einen mit der Schiene. Da würde ich sogar, glaube ich, hier ein Wartegleis einplanen. Werden wir zum Start nicht brauchen, aber irgendwann. Wir können natürlich nochmal messen, ob das alles lang genug ist. Und mal wieder von, sagen wir so, 150 Meter Zügen ausgehe, würde das nicht reichen. Weiter. Wenn es jetzt nicht mehr gerade ist. So. Das ist auf jeden Fall ausreichend. Und dann wollen wir hier rüber und wollen, ich denke mal, hier die Lager bauen. Für Materialien von hinten. Dass die LKWs nicht immer ganz hier hochfahren müssen. Weil die Lager machten sich dann, würden sich eigentlich hier noch besser machen. Vielleicht nicht ganz so weit da oben. Dann gucken wir mal, dass wir da wieder reingehen. So machen können. Ne? Egal. Vielleicht. Okay, da kommen wir aber gut durch. Mist, dass wir da nicht mehr rauskommen. In die Richtung. Aber dafür ist das Gleis ja eigentlich auch nicht gedacht. Da nochmal rein. So, und dann sollen eben hier unten Lager entstehen. Gucken. Ja, vielleicht Sinn. Mal gucken, ob wir irgendwelche Lager direkt mit Bahnanschlüssen hätten. Ne? So, die können das meiste auf jeden Fall schon mal lagern. Die können Stahl lagern, die können Plattenbauteile, Ziegel, Bretter, Holz. Besonders viel, aber sie können es lagern. Und es hat einen Bahnanschluss. Das auch. Was sind das denn jetzt für welche? Was machen die? Kommt
Containerlager, okay. Das brauchen wir dann natürlich nicht. Die Frage ist, brauchen wir hiervon etwas? Ja, wir brauchen eigentlich die Elektronik. Beziehungsweise Elektronikbauteile. Und wir brauchen das auch für Beton und Asphalt. Okay. Dafür da können 4 Bahnen reinfahren. Das Terraformen hier mache ich einmal ganz kurz um euch. Und wenn das durch ist, geht's hier weiter. Bis gleich. So, willkommen zurück. Man sieht, der erste Schnee liegt. Wenn auch nur sehr wenig bisher. Und ich habe mich entschlossen, jetzt erstmal nicht weiter zu terraformen, sondern tatsächlich einfach hier rein zu planen. Heißt, ich werde mit dem... Obwohl, ein bisschen geht vielleicht noch. Mit dem einfach direkt da reingehen. Sind jetzt die Schienen da oben? Das machen wir natürlich nicht. Dann gehen wir doch noch ein bisschen mehr da rein. Und gehen dann ab tatsächlich ein ganzes Stück nochmal zurück. Das ist ja Quatsch, wenn die Schienen da oben hinwandern. Nein. Dann nehmen wir doch ein anderes Lager, zum Beispiel das. Da wird das wahrscheinlich nicht passieren. Hat ein bisschen weniger Lagerkapazität, aber das macht nichts. Das ist ja bloß ein Zwischenlager. Aber das setzen wir dann hier rein. Wir spiegeln das vielleicht, damit die Bahn auf die andere Seite kommt. So. Dann machen wir einmal tatsächlich eine Beladung. Für LKW-Laderampe. Okay, das ist alles mehr oder weniger dasselbe. Gerne. Hier ran machen. Natürlich blöd hier in der Ecke, aber das ist dann so. Wir werden auf jeden Fall hier gleich mit Asphalt bauen. Schon mal rannehmen. So, wir können ja mal gucken, wie weit wir hier drüben sind. Mal alles aus. So, die Asphaltstraße. Habe ich hier keine Asphaltstraße gebaut? Ist das eine Kiesstraße oder was ist das hier? Die Kiesstraße, die ich da gebaut habe, ja. Okay. Das ist natürlich... Ach, Leute, das geht doch nicht. Das hier noch ersetzen.
starten wir natürlich auch gleich. Und wenn es dann soweit ist, dann kann er hier hier die, ja, die Tankstelle beladen, wollte ich gerade sagen. Befüllen. Und die ist ja zumindest schon mal fertig. Der Kreisverkehr geht auch gut voran. Das sieht hier aber auch schon wieder traurig aus. Aber das liegt vielleicht daran, dass das Stück hier noch nicht fertig ist. Da schon weiter. Okay, es geht auf jeden Fall voran. Dann planen wir hier weiter. Wir haben auch neue Nachrichten. Und zwar ist ein Panzer verfügbar. Okay, der Fleischpreis sinkt. Und noch ein weiterer Panzer verfügbar. Okay. Gut, planen wir hier weiter. Also, wir können ja mal gucken, so eine Asphaltstraße. Kies und Asphalt, nämlich. Dann haben wir noch die Elektronikbauteile und Stahl waren dann für die Laternen. Genau, dann haben wir natürlich Beton und Co. noch für... Hatte ich nicht gerade eben irgendwo auch ein Betonlager gesehen? Das ist ja nicht hier drin. Naja, Beton und Co. brauchen wir auf jeden Fall auch, um Gebäude zu bauen und so weiter. Wo kann ich denn Beton drin lagern? Bisschen verwirrt. Wahrscheinlich gibt es gar keinen Betonlager, ne? Kann wahrscheinlich nicht gelagert werden. Beton muss ja sozusagen ständig in Bewegung sein. Gut, dann müssen wir das natürlich anders machen. Beton selber schon da herstellen, weiß ich nicht. Können wir überhaupt schon in... Nein, können wir ja gar nicht. Das war... Ne, da war das nicht. Jetzt hier drin? Doch, Beton würde gehen. Das heißt, wir bräuchten Zement. Das verbraucht Kies und Kohle für 27 Tonnen. Verursacht zwar nur 8,4 Tonnen. Umweltverschmutzung pro Jahr, aber es macht ja auch weniger als ein Drittel. Und das hier braucht nur ganz leicht mehr oder verpestet nur ganz leicht mehr. Also eigentlich, also hier ist das Lager natürlich sehr klein. Aber das Ding ist natürlich gigantisch. Das auch schon, ja. Oh Gott. Das war jetzt eigentlich nicht geplant, noch so ein Riesenwerk hier mit reinzubauen.
einfach mal die Schienen raussetzen. Dann mal gucken, ob wir die Asphaltstraße darüber kriegen. Nein. Ist zu nah dran. Aber das macht dann auch nichts. Das ist die Frage, machen wir wirklich Beton schon selber und Zement? Das kostet natürlich auch alles Geld, ne? Na gut, wenn wir es hier ransetzen. Ich plane das mal mit. So. Müssen sie trotzdem holen. Es sei denn, ich mache das Ding auch noch. Dafür bräuchte ich aber wieder Bitumen. Und Kies. Eieieiei. Dann bräuchte ich halt keinen Beton mehr kaufen. Das hier mache. So, warte mal, das produziert maximal 81 Tonnen Zement. Das heißt, damit könnte man ja eigentlich beispielsweise zwei von denen hier befeuern. Die Frage ist, warum snappt es dann nicht gleich, wenn es das ist, was hier rein soll? Den Anschluss da drüben gebraucht. Das braucht Kies, genauso wie das Kies braucht, ne? Ja. Ja, doch so, genau. Gefallen tut mir das nicht, was ich da mache. Jetzt wollte ich eigentlich hier Kohle und Kies. Was sind denn die Schüttlager? Die sind nicht hier. Sind die bei denen Dingen hier direkt dabei? Ja, das ist ja gar nicht. Kies. Spaltenlager, bla bla, Betonwerk, Kieswerk. Aber wo sind die dazugehörigen Lagermöglichkeiten?
züchtet man sich hier wieder einen Wolf. Es muss doch Lagermöglichkeiten dafür geben. So, gibt's ja was mit Bahneinfahrt. Das ist der LKW. Das ist viel zu groß. Das wird dann auch viel zu groß sein. Hätte aber zumindest Bahneinfahrt. Aber wie gesagt, viel zu groß. LKW. Das ist sowieso nur LKW. 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 Alles nur LKW. Das heißt, ich muss das Zeug mit dem LKW dahin fahren oder eine Entladung daneben machen. Stellen würde, würde es ja schon passen, aber also die Frage, wie kriege ich quasi zum Lenker rüber? Geht er dann nur mit dem LKW? Das wäre dann auf jeden Fall für die Kohle. Waschen und Kies. Und dann bräuchte ich noch. Also ob ich das wirklich so mache, weiß ich noch nicht. Hier nur kurz mal gucken, was ich da alles aufbauen müsste. Aber Beton. Wir haben bei dem einen braucht nur noch Wasser. Da lässt sich das direkt einspeisen. Ist die Frage, ob ich da nicht lieber das nehme, ne? Teste das mal eben. Moment, das ist dieses hier. Und dann da zwischen der Straße. Das geht jetzt nicht, weil da. Okay, doch. Zum Glück. So, dann könnte ich nämlich das da unten abreißen. So, das heißt, Zement würde direkt da reingehen, dann bräuchten die trotzdem noch Kies. Aber damit könnte ich dann ja gegebenenfalls näher ran. Jetzt mal gucken, wie der da drüben das auch noch bekommt. Das würde ich wohl auch noch hinbekommen. Das Kies.
Und vielleicht noch ein kleines für Kohle. Und rein theoretisch bräuchte ich jetzt noch eine Entladung. Zug entladen. Dann habe ich bitte für beides. Oh Gott, da ist schon wieder eine Straße gleich im Weg. Die sollte ich erstmal platzieren. Okay, da komme ich nicht lang. Nur zum Bauen benötigen. Dann machen wir das so. Wir brauchen doch auch noch was. Ah ja, genau. Das kommt ja von hier. Und dann muss ich natürlich noch gucken, wie ich dann meine Schüttgutüberführung da hinkriege. Und Schüttgut darüber kriege, was ihr wollt. Das ist ja jetzt sehr hoch. Das ist jetzt höher als das andere. Wahrscheinlich nicht, ne? Weil das wieder unten an ist. Denn irgendwo an. Warum wir das gar nicht erst probieren? Nö. Die Möglichkeit, da nochmal mit einer Straße durchzugehen. Ich weiß gar nicht, warum ich Asphalt nehme. Eigentlich ist das ja zu teuer. Aber jetzt habe ich damit angefangen. Jetzt will ich es nicht wieder ändern. Hier so hoch. Kommen aber wahrscheinlich trotzdem nicht irgendwo. Ach Mann. Wenn wir jetzt den hier nehmen. Das ist trotzdem wieder nichts und wir müssen eh auf die andere Seite.
Da müssen wir sogar rein. Ja, komm. Das machen wir nicht. Dann müssen wir tatsächlich dahin fahren. Mit dem hier, aber das ist ja nur ein kleines Stück. Und sonst fährt hier ja eigentlich nichts. Glaube ich. Na komm, dann ist es so. Brauche ich nicht. So, das heißt, es fehlt jetzt trotzdem noch die Bahnentladung von Kohle und Kies. Und das klappt jetzt natürlich wieder nicht aufgrund der Straße. Eieieiei. Gucken wir mal, wenn wir den da hinsetzen. Das ist wie gesagt vielleicht da. Nee. Was anderes. Vielleicht sollten wir hier jetzt einfach mal das Ding mit der Straße nutzen. Vielleicht für den Fall der Fälle auch hier. Vielleicht wollen wir da ja nochmal durch. So, dann brauchen wir die Entladung. Dann brauchen wir das Ding nicht da. Sondern wir brauchen es da. Und dann gucken wir nochmal. Sani, wir kriegen nur einen davon angeschlossen. Das kann doch nicht sein. Was haben wir denn sonst noch für Entlademöglichkeiten? Guck mal, der ist doch besser. Nehmen wir doch den hier. Das ist zwar ein bisschen kürzer. Aber wir kommen mit allem ran. Das passt auch noch. Das ist gut. Dann gehen wir auch hier durch. Eieieiei. Nicht daran snappen. Also einfach nur vorbeifahren. So, haben wir das auch. Und da drin kann beides entladen werden. Ja. Das ist trotzdem die Frage,
Jetzt haben wir Zement, wir haben Beton. Fehlt da noch was? Asphalt fehlt rein theoretisch noch. Mit, ne? Und das Ding noch da rein? Nee. Wir könnten auch noch Asphalt produzieren. Wir planen das kurz mal dahin. Und dann machen wir mal Folgendes. Wir gucken einmal wieder. Wie sieht es hier aus? So, haben wir fertig. Haben wir auch alles fertig. Ein kleines Stück irgendwo noch mal bauen. Warum sind jetzt plötzlich alle auf einmal losgefahren? Das kommt mir ein bisschen komisch vor, aber was soll's? Bauen wir hier, Polizeirevier, okay. Natürlich alles nachher erstmal nicht funktionieren, weil wir den Strom und so weiter auch noch gar nicht haben. Jetzt wenn. Also auf Import ist es schon. Na gut, machen wir weiter. Ich wollte eigentlich gar nicht mit einer Bauindustrie anfangen. Theoretisch könnte ich natürlich auch den Kies selber schöpfen. Aber das würde ich nicht auch noch da machen wollen. Dann müssen wir auch noch irgendwie Leute hinkriegen. Dann müssen auch Leute arbeiten. Das war auch schon wieder falsch hier. Das Ding soll natürlich an dieses Gleis hier ran. Trotzdem brauchen wir beide Gleise. Blöd ist natürlich, wenn wir sowas planen, brauchen wir auch ein Depot. Das planen wir dann vielleicht hier nochmal mit rein. Was wird da an der Ecke, ne? Der Straße. Ja, das sieht gut aus. Jetzt müsste ich irgendwie auch die anderen Straßen beschädigt haben.
Warum geht das nicht? Dass das gar nicht angeschlossen wird, ist doch auch blöd. Das sieht alles blöd aus. Funktioniert dieses? Nee, das hängt da ja schon über. Dann halt so, ne, wenn die da zusammengeführt. So, und ich werde mit Sicherheit hier unten noch Trafo benötigen. Ja, noch ganz, ganz, ganz stark von aus. Und natürlich benötigt das auch eine Leitung. Jetzt weiß ich natürlich überhaupt nicht mehr, wo meine Stromleitungen laufen. Da drüben. Oder da. Habe ich denn diesen einen Trafo da an der Seite? Nein, das kann nicht sein. Doch, ne? Ich habe nur den da. Da habe ich noch gar keine Stromversorgung gemacht. Habe ich die Stromversorgung vergessen? Nein, das glaube ich nicht. Okay, da ist ein Umspannwerk. Setz sicherheitshalber noch nicht. Nicht, dass sie nachher überlastet sind und dann anfangen zu brennen oder so. Warum gibt es hier eine Laterne? Verstehe ich nicht. So, das heißt, ich muss einmal von hier kommen. Ich muss einmal von hier kommen. Snap ausmachen? Ja. Bringt auch nichts. Den ausmachen. Mittelspannungsleitung, aber wo geht denn das hin?
Ach, das ist auch ein Power-Transfer. Das ist bloß ein anderer. Okay. Na gut, dann habe ich jetzt halt einen zu viel. Ölpreise steigen. Wir haben auf jeden Fall das Polizeirevier fertig. Das Polizeirevier. Ja, das kriegt den Diesel auch nach Hause geliefert sozusagen. Und zwar so. Natürlich auch die Tankstelle, oder hatte ich die jetzt schon? War die? Nee, ja, nicht. Genau, jetzt wird da auch überall Sprit angeliefert. Und dann würde ich tatsächlich auch schon mal ein Fahrzeug kaufen wollen. Ein Trabi. Dann nehmen wir das Fahrzeug. Na, wir nehmen hier unten einen Trabi. Dann belassen wir es erstmal bei einem. Personal sitzen wir runter auf vielleicht drei. Oder viele vier Passagiere. Und hier haben wir jetzt einen Kornspeicher da gebaut. Ah ja, genau. Hier werden wir tatsächlich Pflanzen verarbeitet. Passt das? Oh Gott. Da wollte ich hin. So, planen wir hier noch mehr? Ich glaube erstmal nicht. Ne? Das ist die LKW-Laderampe, um das abzuholen. Da überlege ich ja tatsächlich, ob wir hier nicht eine Brücke rüberfahren. Ist natürlich wieder teurer. Dann runter. So, dann blockieren wir die Schiene aber auf gar keinen Fall. Deswegen macht das eventuell Sinn. Natürlich die Frage, wie kommen wir hier mit der Straße rüber? Natürlich jetzt hier einfach über die Straßen, über die Schiene rübergehen, aber irgendwie gefällt mir das nicht. Gehen hier erstmal raus. Und dann würde ich auch sagen, hier 3, das reicht. Dann gehen wir rüber. Da einfach wieder die Schiene. Ein bisschen. Fahren da quasi an den wartenden Zügen vorbei.
rein. So, dann hätten wir auch die Straße angebunden. Komplett, glaube ich, ja, ne? Sind alle Gebäude dann angeschlossen. Ja, dann können dann auch alle gebaut werden. Wobei ich tatsächlich auf die Produktion erstmal verzichten würde. Ich würde erstmal nur die Lagereinheiten bauen. Und dann würde ich da unten nämlich Bauämter bauen. Ist die Frage, ob wir so riesengroße brauchen. Ich glaube nicht. Wir hatten hier von. Nee, welche hatten wir? Das kostenlose, ne? Das. Das waren auch 28, aber wenn ich das aufteile in Straßenbau und Gebäudebau, würde ich vielleicht zwei 16er machen. So, wie immer haben sich automatisch die Bauaufträge wieder aktiviert, wenn man nochmal ein Gebäude nachträglich an die Straße setzt. Die nehmen wir natürlich raus. Dann haben wir da die zwei Bauämter. Und dann würde quasi hier auf die Seite die Stadt kommen. Platz machen und dann geht das. Genau, gegebenenfalls müssen wir da nochmal Haltestellen in die Straße einbauen. Das könnte man nochmal eben machen. Die Leute dann quasi auch mit dem Bus dahin kommen. Autos haben wir aktuell noch nicht und verkaufen wir auch nicht. Da wollen wir die Straßen auch erstmal nicht mit belasten. Jetzt gehen wir ein bisschen weg. Das muss ich besorgen. Ich fange die Kuchen runter. Sieht ja aus wie runter, ne? Ja. Lassen wir es jetzt. Dann machen wir das auf. Wir können natürlich mal gucken, ob wir das irgendwie hier ein bisschen schöner hinbekommen, aber das sieht nicht so aus. Das wird da jetzt so hässlich bleiben. Aber dafür machen wir dann ein paar neue Bäume. So, das kann ich mal so auf. So, ist recht, wenn es fertig gebaut ist, nicht mehr. So,
So, das heißt, wir fangen da mit einer gewissen Bauindustrie an. Dann zählt natürlich der Kies. Den Kies importieren wir dann erstmal. Genau, das will ich. Und wir jetzt auch noch Asphalt bauen. Ich habe hier, dann brauchen wir noch Bitumen. Wie teuer ist denn Asphalt? Und wie teuer ist Bitumen? Für Bitumen und Asphalt steht hier nicht. Das ist natürlich schlecht und ich weiß, wie viel der Asphalt kostet. Sieht das überhaupt lohnt? Naja, gut. Hier aus. Wir haben noch was fertig. Feuerwache, die sind wichtig. Den Kornspeicher. Kein Strom, aber das macht nichts. Ist ja eh alles noch nicht fertig. Dann würde ich sagen, du kannst auch schon mal die Feuerwache beliefern. Die Feuerwache. Also, da gibt es ja keine. Ich jetzt nicht. Mal die zwei Fahrzeuge. Auf jeden Fall bauen sie hier fleißig, während wir alles weitere planen. Ach genau, was ich hier noch vergessen hatte, ist die Müllabfuhr. Meine ich zumindest. Ich kann hier nichts Entsprechendes finden. Da sollten wir dann gegebenenfalls nochmal hier auf die technischen Dienste zurückgreifen. Und da gibt es jetzt natürlich auch verschiedene Möglichkeiten. Hier so kleine technische Dienste machen. Auch fürs Schneeschieben natürlich. Ja, aber hier drüben noch mit dran. Sowieso nicht rein. Wie waren denn die anderen hier? Muss ja eigentlich größer sein, weil mehr Fahrzeuge. Jetzt noch die ganz kleinen hier. Von Schneepflug. Setzen wir tatsächlich da rein. Lassen wir noch bauen. Ah, da ist nur einer. Ein Fahrzeug. Auf den Bereich hier beschränken. Dann ist es eigentlich trotzdem zu wenig. Natürlich alles schon so schön eng hier unten gebaut.
und dann fehlt trotzdem etwas. So, dann bauen wir die halt dahin. Okay, warte mal, dann waren das auch noch wahrscheinlich doch mehr. Das wird auch erstmal nur eins angezeigt. Das sind vier Fahrzeuge, sind es drei Fahrzeuge. Ja, drei Fahrzeuge reichen doch. Feuerwehrfahrzeuge angekommen. Jupp, sind sie. Sie stehen auch da drin. Jetzt haben wir 46 maximal. 46 Leute. Haben wir die jetzt plötzlich her? Da steht jetzt nicht, wie viele Leute da reinpassen. Aber 46 wird viel zu viel sein. So, dann ist das Warenhaus hier unten fertig. Das ist quasi das Lager zu dem hier, ne? Ja. Das wiederum bedeutet ja aber, dass er da sich die Kleidung rausziehen kann, mich nicht alles täuscht. Und das, okay, macht noch gar keinen Sinn. Weil wir noch gar nicht angeben können, wo es danach hin soll. Hier. Das müsste der Markt sein. Oh Gott, die kommen gar nicht. Eieieiei, die kommen gar nicht an die Gebäude da oben ran. Die kommen ja an gar nichts ran, was soll denn der Quatsch? Das wird ja ein Spaß. Gut, machen wir das anders. Dann gucken wir mal, dass wir das Ding hier vielleicht neu platzieren, und zwar Daten. Ran. Und das da. Dafür brechen wir das hier unten ab. Und ich denke, wir brechen auch den Sportplatz da erstmal ab. Wir setzen auch den woanders hin. Zumindest einmal mit dem Fußweg erstmal da hoch. Kommen sie zumindest bis dahin. Ja, was auch wirklich alles noch mit Fußwegen. Das habe ich natürlich diesmal komplett vergessen. Da wird der ganze Ort nicht funktionieren.
trotzdem nicht darüber. Das geht jetzt plötzlich doch. Obwohl doch ein bisschen bestätigen. Kann sie zumindest zum Einkaufen. Jetzt ist die Frage, ob wir die alle brauchen. Mehr von dem, was ich sonst noch mache. Nicht lang. Brauchen wir denn beide Straßen? Eigentlich doch nicht. Nichts in der Dunkelheit. Doch einfach nur dahinter lang. Okay, nee, Abwasser fasse ich nicht an. Müsste ich aber eigentlich. Geht das jetzt wieder nicht? Ui, 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 ui. Deswegen, ja, klar. Oh, das wird trotzdem nichts bringen. Ah, doch, die kommen da ran. Die kommen da auch ran. Das wird. Zur Polizei und Co. Hat aber keiner zur Feuerwehr. Shit, shit, shit. Direkt zum Start komplett verplant. Die
kommt ja auch überhaupt nicht mehr da oben an. Der kommt da oben an, warum auch immer. Und der kommt wieder nicht an. Und der kommt an alles. Der auch. Der auch. Der nicht. Hier nochmal ein Zwischensitzen davon. So. Dafür reißen wir das hier ab. Soll nicht abgerissen werden. Ach Mann, Leute. Da wird ja sogar schon abgerissen. Warum das denn? Okay, die kommen an die Einrichtungen mal ran. Da natürlich nicht, weil es da keine Straße mehr gibt. Hm. Okay, dafür muss ich mir was überlegen, wie wir das wieder gerade gebogen bekommen. Mist. Natürlich viel zu wenig Fußwege, beziehungsweise... Ich kann ja auch Straßen mit Gehwegen bauen. Kreisverkehr wäre dann ein Problem, oder der Kreisverkehr ein Problem sein. Ja, dann machen wir es auch. Einige Fahrzeuge fest, ne?
Dann haben wir wenigstens auch Straßenlaternen. Vielleicht nicht mehr ins Ziel. Na gut, dann machen wir es das nächste Mal ein bisschen an den Umbau hier unten auch noch zusätzlich. Weil natürlich einige Sachen trotzdem schon weitergebaut werden. Okay, da kam jetzt aber leider wieder keiner ran. Vielleicht erstmal durchbauen lassen sollen. Schicken den vielleicht erstmal nach Hause, oder? Geht gar nicht. Na gut, dann baut mal weiter. Und der kommt auch nicht mehr nach Hause, oder was? Nach Hause teleportiert worden. Naja, wie gesagt, wir gucken uns das nächste Mal ein bisschen genauer an, bauen das hier nochmal um, machen dann gleich die Straßen mit Straßenlaternen und Fußwegen. Werden das natürlich bei der Stadt, die hier hinkommt, auch gleich berücksichtigen. Ja. Und dann gucken wir mal, dass wir die fehlenden Gebäude wieder aufbauen, beziehungsweise vielleicht an einer anderen Stelle. Mal schauen. Genau, für Müll haben wir jetzt ja gesorgt. Für Müll und also nicht richtig, aber man kann schon so auf jeden Fall Müll abtransportieren. Wenn man jeden einzelnen Haushalt anfährt. Man könnte jetzt natürlich auch überall einen Müllplatz machen, aber das hatte ich jetzt eigentlich in der kleinen Siedlung da unten erstmal nicht vor. In der nächstgrößeren auf jeden Fall. Das sind auch Müllplätze. Aber hier wird einfach abtransportiert und von hier dann zack, da unten rein. Gut. Wie gesagt, wir schauen uns beim nächsten Mal an, wie wir das wieder gerade gebogen kriegen. Dann versuchen wir hier oben die Lagermöglichkeiten schon mal aufzubauen. Und vielleicht eben auch das Bahnnetz schon mal anfangen. Das könnten wir auch mal schon mal probieren. Jetzt fehlen mir wahrscheinlich Kräne, ne? Weil die ja irgendwo feststecken. Bevor ich das zum nächsten Mal vergessen habe, würde ich da vielleicht schon mal mit starten. Und nochmal einen Kran kaufen. Oder zwei oder drei. Haben wir hier noch Platz? Ja. Straßenkran, zack. Nee, kein Platz mehr. Dann hat er hier hinten noch frei, genau. Den. Und ich glaube auch die Asphaltierer, die könnten auch irgendwo festsitzen. Kaufen wir dann auch noch. Genau, falls euch noch irgendwas auffällt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und wie ihr jetzt am besten vorgehen würdet oder was ihr als nächstes bauen würdet, würde mich interessieren. Und ja, wenn ihr mögt, schaut gerne wieder rein. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.